Die Zahl der Vögel, auch die Diversität der Vögel geht bei uns und auch europaweit, weltweit ganz dramatisch zurück. Wir haben gerade von Vögeln besonders gute Zahlen und wissen ganz schön gut, wie sich die Bestände verändern. Und zum Beispiel in Europa haben sich in den letzten 24 Jahren die Bestände der Vögel der Agrarlandschaft, also die Vögel, die auf Äckern und auf Wiesen zu finden sind, um mehr als 30% reduziert. Und in Nordamerika sehen wir das Ganze über den ganzen nordamerikanischen Kontinent. Das sind seit 1970, das ist ein Zeitpunkt gewesen, wo ich gerade in die Schule kam, auch 30% der Vögel verschwunden. Und es sind dann in Nordamerika 3 Milliarden Vögel, die heute nicht mehr existieren.